Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit. Daraus wird allerdings nichts. Schönen guten Morgen. Team Illegal heute mal wieder ganz legal unterwegs. Wir sind hier in Wermelskirchen. Das ist hier im Bergischen Land, wie man unschwer erkennen kann. Und irgendwie hat heute Nacht noch mal der Wintereinzug gehalten. Selbst bei uns am Niederrhein lag Schnee und hört eigentlich auch die ganze Zeit nicht auf zu schneien. Ja, und jetzt sind wir hier in Wermelskirchen und hier liegen locker 10 cm Schnee. Die Strecke ist so etwa 35 Kilometer. Bin mal gespannt, wie lange wir da heute für brauchen werden, nicht wahr? Nachdem wir uns jetzt notdürftig gewandelt haben und viele warme Sachen dabei haben, wollen wir uns dann gleich mal aufmachen. Ja, und werden wir uns hier gerade fragen, ob das wirklich unsere beste Idee war. Na ja gut, Wermelskirchen liegt etwa 300 Meter hoch. Aber ich habe ja morgen Termin zum Sommerreifen aufziehen. Kann man Anfang April ja mal machen. So, nach einem Kilometer haben wir Waldgebiet erreicht. Immer noch dichte Schneetreiben. Alter, wird das ein Spaß heute. Wir sind bekloppt. Richtig bekloppt. Man sieht, unberührte Piste. Wir sind die Ersten hier. Scheiße.
unberührt. Mir frieren jetzt schon die Daumen ab. Warte mal eben. Wildnis Hochwasserbeckens, ja, alles klar. Abfahrt, Ski-Abfahrtslauf. Wo ist das schön hier? Ja, ist irgendwie ein weißer Tunnel hier. Herrlich, aber kalt. Ja, wir sind hier unter der A1. Schon ein imposantes Bauwerk. Uhu. Hier die alten Bögen und vorne die neue Betonkonstruktion. Darum liegt hier auch kein Schnee, ist wahrscheinlich der einzige Grund. Alter Schwede. So, nach 3 Kilometer schon leicht das erste Mal verlaufen. Jetzt haben wir es. Orientieren im Schnee ist halt auch so eine Sache. Da sind wir wieder. Unter der Autobahnbrücke. Tiefschnee wedeln. Gibt's hier. Ich muss halt ducken. Sonst schneit's gleich bei Claudia. Liegen locker 10 cm. Das ist irre. Hä? Ja, ja. Man sieht nicht, wo man hintritt. Hat auch was. Fachwerk-Idylle im Schnee. Schon noch ein Blick als Dauerregen. Oder? Aber grundsätzlich hatte ich mir meinen Urlaub im April schon anders vorgestellt. Kriegt man einen kleinen Eindruck von der Schneehöhe hier. Ist ganz schön anstrengend im Tiefschnee. Aber wir wollten es ja nicht anders. Ja, zumindest klappt hier der Winterdienst. Hey Leute, da ist der Weg. Nicht eine Fußspur. 10 cm gestopfter Neuschnee. Alter Schwede. Kleiner Schnee-Downhill. Schlag erstmal ab, das Zeug. So. Vorsicht, kratzt. Hier ist eine Fährte für Hasi. Wir müssen aber weiter geradeaus, glaube ich. Sagt zumindest der Treck. Treck ist gut hier im Wald. Also die Orientierung ist hier schon ganz witzig. Hat hier auch wieder ein Händchen für die Frau. Da läuft was Pinkes durch den Wald. Gerade hier stinkt es nach Schaf und da ist ein Esel. Ia. Wir sind beim Bernischen Fuß von hier oben gekommen. Ja? Das Tor nicht so gut. Mehr Esel. Und da auch. Das Bergische Schieferhaus. Der vorbildlich geräumte Bürgersteig. Leider auch typisch deutsch, alles auf der Straße gefegt. Mein Lieblingsthema. Mögliche Sitzecke vor der Tür. Ja, richtig schön hier zwischen den verschneiten Zweigen. Darf jetzt nur keiner dran wackeln, dann schneit's. Komm, ist kein Wandertag. Ja, schön. Super. Wieder der einzig stehen gelassene Baum im Reich des Borkenkäfers. Warum macht ihr das, liebe Förster? Ich weiß es nicht. Ja, hier ist ein bisschen doof gerade wieder. Die Streckenabweichung, stopp. Ja, hier ist ja gerade mal kein Durchkommen. Irgendwie 20 cm Tiefschnee. Aber scheint richtig zu sein. Dann haben wir den Weg wieder. Dieser eine scheiß Baum da hinten. Drecksteil. Tief verschneite Zweige und Äste hier. Wahnsinn.
Ein Fall für Hasi. Aber der muss ja leider arbeiten. Ja, wieder aus dem Leben unserer Ahnen. Ein griechisches Restaurant mit Biergarten. Wirkt im Moment ein bisschen asynchron bei dem Wetter. Schon ziemlich ekelhaft. Schneefall hat wieder ziemlich stark eingesetzt. Da wird noch eine schöne Nummer heute, glaube ich. Vor allem, wenn es auf den Straßen jetzt gerade richtig schön einmatscht. Und da kriegt man klatschnasse Füße. Aus der beliebten Serie Flora und Fauna des Bergischen Landes kommen wir nun mal zur Fauna. Mäh. Das wird nur da lang gehen. Hallo? Hallo? Nur den Weg hinterher. Welchen Weg denn? Den Wanderweg rund um Wermelskirchen. Von wo? Von der Straße runter? Wir kommen von da runter, ja. Dann da lang, ne? Ah, da? Ja, dann müssen wir, glaube ich, da lang, Claudia. Das ist doch richtig hier. Ja, ja, hier ist richtig, Claudia. Ja! Da ist ein Weg, ja, dann ist gut. Ein Gastmahl im Denkmal. Aha. Ein Gastmahl im Denkmal, ja, so macht man das hier. Ist ja auch alles nur noch Denkmal. Wird es alles nicht mehr geben. So, ist gleich Halbzeit. Aber ist schon ordentlich. Durch den dauernden Schneefall ist alles irgendwie feucht. Nur stehen bleiben geht nicht wirklich. Jetzt hast du gerade mal wieder nachgelassen. Und ist natürlich im tiefen Schneelaufen ziemlich anstrengend. Egal, wenn es das so gewollt. Der Wildmarkt bleibt ruhig. Ja, dann bleiben wir mal ruhig. Auf geht's. Ja, meine Frau ist gerade mal im Strandbad. Wirkt so ein bisschen surreal hier bei den Bedingungen. Aus dem Leben unserer Ahnen. SV Freibad Dabringhausen. Ja. Ich frage mich, wer der Strand ist. Ja, und am Strand und am Strandbad ist gleich der Berg des Grauens. Na, warum auch nicht? So was gab es damals vor Corona. Aber die Liegewiese hat mal einen guten Anstellwinkel zur Sonne. Blick ins Strandbad. Wird die nächsten 5 Jahre wohl nicht mehr öffnen dürfen. So bekloppt, wie die alle sind. Ketzberg heißt das Café. Nachdem wir gerade wegen der blöden Beschilderung ein paar hundert Meter Serpentinen runtergelaufen sind und dann festzustellen, dass wir falsch sind. Und neben nassen Füßen durch den Schneematsch jetzt auch noch wieder hoch durften, haben wir den Weg jetzt wieder gefunden. Es hört nicht auf zu schneien. Vorsicht, Stechgefahr, Bienen. Auch nicht schlecht. So ist das. Ob das Netz hier links allerdings die Bienen abhält, weiß ich nicht. Das Beeindruckende ist immer die Fernsicht. Oh, da vorne haben wir einen Wohnwagen mit Sanierungsstau. Aber ziemlich, würde ich sagen. Oh ja, da läuft nichts mehr drin. Das Bachtal da vorne. Alter Schwede, ey. Tiefe Böden und hört nicht auf. Zürich hat man gerne mal übersehen. Da wo keine Fußspuren ist, denkt man immer nicht, dass da lang geht. Geht's aber. Hier vorne ist die Bank, wo du Pause machen wolltest. Vor 2,5 Wochen. Jetzt sind wir nämlich schon fast an einer großen Dünntalsperre. Das heißt fast allein auf dem Arschlochweg.
So ähnlich muss er bei Napoleons Rückzug aus Moskau gewesen sein. Oder? Dann sind wir hier auf der Strecke, wo wir bei der großen Dunntalsperrerunde nach jeder Kurve gedacht haben, wir werden oben. Und schön, es fängt wieder an zu schneien. Walking in a winter wonderland. Rote Beeren im weißen Schnee. Schönen Gruß von Schneewittchen. Und du warst schon mal im Film. Alten Schnee. Da müsste irgendwo die große Dünntalsperre liegen. Eigentlich Fernsicht ist mal wieder fantastisch heute. Umstand hier ins Auto vor 2,5 Wochen. Jetzt müssen wir allerdings noch ein Stück mehr. Irgendwie ziemlich verknotet gewachsen, dieser Baum. Na egal. Jetzt über die verschneite Wiese. Zumindest vor den ganzen Baumlawinen sicher. Aber dafür schneit es mal wieder. Hatten wir schon länger nicht mehr. Sehr schön. Na komm, ist kein Wandertag. Und da ist sie, die Dünntalsperre. Und da ist die Vorsperre. Wir müssen links jetzt. Ja, diesmal wirklich dann, ne? Weil letztes Mal haben wir uns verlaufen. Oder haben wir nicht? Ich wollte links. Ja, ich hatte schon prophetische Momente. So, jetzt weiter Richtung Wermelskirchen. Also langsam wird es fies. Dadurch, dass April natürlich viel zu warm für Schnee ist, taut die Scheiße natürlich. Und entsprechend haben wir ja wieder Morast pur. Wird noch ein lustiger Endspurt. Zumindest hat der aufkommende Regen sich wieder in Schnee verwandelt. Sehr schön. Ich will Sommer! Scheiße ja. Also Fakt ist, dieses Wermelskirchen, da werde ich immer mit wie Wintereinbruch in Verbindung bringen. Ekelhaft hier. Ach, wann machen wir so einen Scheiß heute? Ja, da ist der Downhill kein Vergnügen mehr. Weil die Rutschgefahr ist allgegenwärtig. So viel auch zur Frage des Schleifers gekommen wird, wo wir das Tempo gelassen hätten. Also dieses Dünn mit der gleichnamigen Talsperre. Und der Schnee wird auch langsam dünn. Eine schöne bergische Kirche hier in Dünn. Schick. Auch sehr schöne Außengastro hier früher. Wird wohl nichts mehr dieses Jahr. Dann noch richtig. Und an diesem Sportplatz machen sogar die Gebrüder Nippel eine Bandenwerbung. Ast rein. Weiter geht's. Natürlich arschlochbergmäßig hoch. So, Kilometer 30. Wie ist es? Wieso? Matsche. Nur Schneematsch. Jetzt macht keinen Spaß mehr. Nee. Der Schnee geht langsam aber sicher in Schneeregen über. Und auf der Straße, ihr hört es ja selber, ekelhafte Patsche. Das heißt, man hat ständig nasse Füße. Und der Schnee, der so runterschneit, der ist auch richtig flatschig nass. Und langsam feuchten wir auch durch. Noch 5 Kilometer. Wie 6. Ist sie, die Knochenmühle des Bergischen Landes. Da vorne steht sie. Kann man so Knochen mahlen lassen. Unser Rückzug vom Auto, dem Napoleons aus Moskau. Da war nur noch ein bisschen kälter, glaube ich. Scheiße. Kommst kaum voran hier. Ja, reicht dann heute aber auch, ne Claudia? Wunderbare Aussicht. Ja, dank Wegweiser kann man den Weg noch finden. Alter Vater.
ganz schöner Tiefschnee hier. Aber es schneit ja schon den ganzen Tag. Da muss das Zeug ja bleiben. Gottes Willen, ist das kalt. Eiskalt peitscht der Wind über die Höhe. Richtig geil, hat was, ne? Und schon hat er wieder nasse Füße. Scheiße. Nee. Und da ist wieder die Kacke am Dampfen. So, da sind wir. Fast am Auto auf den letzten Metern. Fast 36. Ja, was soll ich sagen? Scheiße, nass, kalt jetzt. Eiskalte, nasse Füße. Eiskalte, nasse Hände. Aber wie sagte Frank das schön im letzten Video? Erst Wetterbericht an Strecke gucken. Alles nur, weil wir morgen kein Training schwänzen wollen. Ja, genau. Und hier geht es nochmal den letzten richtig schönen Berg hoch. War ja klar. Und da sind wir. Hurra! Am Auto. Schatzi. Ja, und angesichts des schönen Wetters und der knappen Backwaren heute, war etwas zu spontan, um noch was vorzubereiten, haben wir halt nichts. Aber ich habe heute auch Müsli-Riegel gegessen den ganzen Tag, das reicht. Ja, Prost in dem Sinne. Gibt noch nicht mal Glühwein, heißt Ingwer-Tee, also Team Legal hat noch Nachholbedarf. Und jetzt fahren wir wieder nach Hause. Alter Schwede. Ja, was soll ich sagen zu rundum Wermelskirchen? Ist ein schöner Weg. Der Bodenbelag ist Schnee und Matsch. Vielleicht gibt es bei anderem Wetter auch noch Sachen zu entdecken, die wir heute dank des Schnees nicht sehen konnten. Die Esel hatten sie alle untergestellt und das Wetter gibt gerade mal Vollgas. Und mit diesen Worten. Sehr geil.